Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Viele Anleger entdecken mittlerweile die Kunst als alternatives Investment und ich habe mir heute Verstärkung dafür organisiert. Ich begrüße herzlich Frau Dr. Ruth Polley. Sie ist Kunstexpertin, Kunsthistorikerin und mittlerweile auch in aller Munde, weil bald ihr Buch erscheint oder schon erschienen ist. Da können wir später noch drüber reden. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Pieper. Ja, Kunst als Investment, für viele quasi eine Blackbox. Viele wissen nicht, wie sie die ersten Schritte machen sollen. Was macht denn Kunst als Investment aus? Ja, zunächst einmal ist es ganz wichtig zu wissen, dass nur ganz wenige Kunstwerke sich auch als Anlage eignen. Das andere ist, dass die Zeiten momentan immer besser werden, um in Kunst zu investieren. Der Hintergrund ist, dass die Pandemie auch positive Effekte hatte, und zwar geht es um die Digitalisierung. Denn die Digitalisierung forciert die Demokratisierung des Kunstmarktes. Das bedeutet, dass immer mehr Preistransparenz Einzug hält in den Kunstmarkt und somit der Markt attraktiver wird für Anleger. Ja. Der Zuschauer fragt sich, was ist zu tun, wenn ich so ein Investment anstreben will? Ich betreue ja so einige Pensionsfonds, Fonds, Family Offices und die fragen mich immer wieder, was ist zu tun? Wie komme ich in diesen Markt rein? Was sind die ersten Schritte? Im Grunde rate ich immer zunächst, sich ganz viel anzuschauen, besonders wenn es um Privatanleger geht. Denn das Wichtigste ist, dass das Kunstwerk langfristig gefallen muss. Denn bei Kunst haben wir es mit einer besonderen Anlageklasse zu tun. Am Ende entscheidet immer der Betrachter, wie viel ihm das Kunstwerk wert ist. Das heißt, wir haben es mit einer gewissen Unbekannten zu tun. Ein Kunstwerk kann stark im Preis steigen oder auch nicht, aber an einem bestimmten Tag muss ein anderer Interessent bereit sein, den Preis, den ich selber erwarte, dafür zu bezahlen. Und da wir es in den meisten Fällen bei den hochpreisigen Objekten um Unikate zu tun haben, ist das natürlich eine Geschmacksfrage. Also das jetzt einmal vorweg. Insofern ist es ganz wichtig, das Auge zu schulen, sich zu informieren. Ich wende da auch gerne die Investmentregeln von Warren Buffett an, die ich aus meiner Familie kenne, von meinem Mann und von meinem Bruder. Ich habe mir die alle ausgiebig angeschaut und habe festgestellt, dass sich einige davon auf den Kunstmarkt anwenden lassen, zum Beispiel nicht zu investieren, wenn man sich nicht auskennt. Und insofern ist es ganz wichtig, sich intensiv zu informieren, sich auch nicht von Beratern andrehen zu lassen, denn am Ende des Tages muss das Kunstwerk gefallen, das ist das Allerwichtigste. Dazu kommt natürlich eine ausgiebige Preisrecherche. Man muss wirklich wissen, wie viel kosten Kunstwerke in dieser Art normalerweise, was haben sie auf Auktionen an Preisen erzielt. Das sind ganz wichtige Grundlagen, die man zunächst sich selbst am besten erarbeiten muss. Wenn man Hilfe braucht, kann man natürlich Experten auch aus Ihrem Team, Herr Pieper, hinzuziehen, um sich dort besser zu informieren. Ja, ich habe gelesen, Kunst ist der erste aus Menschenhand geschaffene Sachwert. Was ist es? Ist es Sachwert? Ist es alternatives Investment? Oder wo können wir es einordnen? Im Grunde ist es ein Sachwert, aber es ist auch ein alternatives Investment. Vielleicht nochmal zum Überblick. Der Kunstmarkt ist ja insgesamt ungefähr immer vom Umsatzvolumen um die 60 Milliarden groß. Er ist leider seit langer Zeit nicht gewachsen. Umso interessanter ist es momentan, dass der ganze Bereich der NFTs neue Anleger oder Interessenten anzieht. Jetzt ist es so, dass die Hälfte aller Preise oder über die Hälfte aller Preise nicht veröffentlicht werden. Also was wir kennen, sind nur die Preise, die auf Auktionen erzielt werden. Und das sind auch die Werte, mit denen man im Grunde nur arbeiten kann. Alles andere sind Schätzungen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, erstmal zu wissen, wie viel kann ich denn möglicherweise als Rendite erzielen, gibt es Untersuchungen, die Kunstwerke und Preise angesehen haben über eine gewisse Zeit lang. Und da kommt man auf eine durchschnittliche Rendite von ungefähr 6,3% brutto. Wenn man in andere oder in bestimmte Bereiche schaut, zum Beispiel zeitgenössische Kunst, kann diese Rendite sehr viel höher ausfallen. Es gibt auch von einem Art Price Untersuchungs
Anbieter, also von ArtPrice, ist das ein Index, der nennt sich ArtPrice 100. Dort werden die 100 teuersten Künstler und Kunstwerke regelmäßig untersucht. Dort konnte man seit 2000, wenn man in 2000 gestartet hat, im vergangenen Jahr eine Rendite bis zu oder über 400% erwarten. Das ist natürlich enorm und besonders interessant auch für institutionelle Anleger. Aber es muss immer dazu gesagt werden, das sind ganz bestimmte Werke, eben nur die Top 100, die entsprechend erfolgreich auf Auktionen verkauft wurden. Alle anderen Kunstwerke sind entsprechend nur dann auch zu bewerten, wenn sie auf Auktionen gehandelt wurden. Für welchen Anlegerkreis ist denn Kunst geeignet? Oder sagen wir andersrum, ab welchem Gesamtvermögen? Oder sollte sich jeder damit beschäftigen? Ich versuche natürlich, mein Anliegen ist es eigentlich, jeden für Kunst zu begeistern. Der Anlageaspekt ist natürlich eine, sagen wir mal, schöne, positive Rendite, eine Rendite, die man an der Wand hängen hat und an die man natürlich genießen kann. Aber Kunst an sich ist eine Bereicherung fürs Leben. Insofern lade ich immer alle Menschen ein, sich so viel wie möglich anzuschauen, in Kunstakademien zu gehen, Künstler kennenzulernen und dann einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Das Interessante momentan durch die Digitalisierung ist, dass man im Grunde schon mit 500 Euro einsteigen kann, wenn man in das Thema Anlage, wenn man daran interessiert ist. Der Hintergrund ist, bislang war es nur möglich für wirklich Vermögende in Kunst zu investieren, eben diese Unikate zu kaufen von Picasso und Co., die natürlich sehr kostspielig sind. Aber die Technik macht es möglich. Mittlerweile können solche Werke fraktionalisiert werden und man kann einzelne Anteile davon kaufen. Das geht ab 500 Euro los. Aber hier empfehle ich auch immer, man muss natürlich sehr genau wissen, sich das Kleingedruckte durchlesen und wissen, zu welchem Preis wurde das Kunstwerk gekauft. Denn die Rendite liegt wie überall im Einkauf. Wenn das Kunstwerk, was dieser Anbieter fraktionalisiert anbietet, zu teuer eingekauft wurde, dann, auch wenn es ein großer Name ist, wird die Rendite nicht besonders gut ausfallen. Das heißt, auch hier ist es erforderlich, Preisrecherchen zu machen. Dann, wenn es um größere Anlagesummen geht, ist es ja in Deutschland oder in Europa eher üblich, vom Portfolio ca. 5%, vielleicht sogar 10% in Kunst zu investieren. In Asien sind die Menschen durchaus sehr viel mutiger. Sie investieren schon bis zu 20% in Kunst, dort aber auch sehr viel aktiver wieder beim Verkauf. Also während in Europa die Werke eigentlich nie unter 7 Jahren wieder verkauft werden, eher länger gehalten werden, es sei denn, man gehört zu Spekulanten, da geht es natürlich schneller, aber das würde ich nicht empfehlen. Also man muss hier schon einen langen Anlagehorizont im Auge haben, ist es in Asien durchaus üblicher, schneller wieder zu verkaufen. Dort ist auch die junge Generation sehr interessiert an Kunst, die auch jetzt sehr stark im Bereich Technologie und NFTs investiert hat. Ich bin ja eher dafür, so Emittentenrisiko auszuschalten. Deswegen bin ich eher dafür, ein Direktinvestment zu wählen. Was nimmt man denn? Grafiken, Stiche, Skulpturen, Aquarelle. Was ist so zurzeit angesagt? Wo lohnt sich ein Investment? Also im Grunde ist es wieder die Empfehlung, da bin ich ganz bei Ihnen. Also das Beste ist, man geht zu den Kunstakademien, zu den Künstlern, lernt die Künstler kennen und gekauft genau dort, weil man tut im Grunde gleichzeitig auch noch etwas Gutes. Man unterstützt die Künstler dabei weiterzumachen. Man riecht die Farbe, man erfährt etwas über die Produktion, man lernt, warum sie Kunst machen. Man kann vielleicht sogar mitbekommen, wie sie Kunst produzieren. Und dort, wenn man in dem Bereich unter 1.000 Euro etwas kaufen möchte, kann man durchaus Editionen von diesen jungen Künstlern in diesem Bereich erwerben. Ich empfehle darauf zu achten, dass die Künstler eine gute Ausbildung gemacht haben. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die Karriere machen. Aber wenn man dort sich ein bisschen orientieren möchte, ist es am besten, Künstler auszuwählen, die an Kunstakademien sind, dort studieren, gute Lehrer haben, zu beobachten, was sie machen. Und dort kann man eben in diesem unteren Preissegment einsteigen und Unikate dann im Bereich von 3.000 bis 4.000 Euro erwerben. Das fällt natürlich in den Bereich Spekulation, wenn es um Geldanlage geht. Man weiß nicht, ob sich die Künstler gut weiterentwickeln. Sie können ja auch morgen von der Straßenbahn überfahren werden und oder einfach nicht weiterarbeiten. Aber dann hat man nicht zu viel Geld ausgegeben. Auch hier wieder, das Wichtigste ist, dass einem das Kunstwerk gefällt.
und kann sich dann an dem Kunstwerk erfreuen, sollte es keine Preissteigerung geben. Aber wichtig ist hier zu wissen, nur Unikate, das sind Öl auf Leinwand, also ganz klassische Gemälde, sind interessant für eine Geldanlage, Editionen weniger, weil es natürlich, das ist die sogenannte Auflagenkunst, da gibt es von einem Motiv mehrere. Das bedeutet, dass die Attraktivität langfristig gesehen für die Preissteigerung nicht so hoch ist. Ja, erste Schritte. Also ich suche mir, ich lebe jetzt, sagen wir mal, in Köln und ich sage so, ich mache jetzt den ersten Schritt. Das heißt, ich gehe los, schaue in Museen, in Akademien und mache dort neben der persönlichen Leidenschaft, ist ja auch ein emotionales Investment, ne? Was wir sonst bei vielen Dingen nicht haben, muss ich ja irgendwie den Markt skalieren, ne? Ich muss mich irgendwie zurechtfinden. Wie macht man das? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich denke, man sollte erstmal herausfinden, was einem überhaupt gefällt. Also ich habe in meinem Buch Kunst kaufen, was dieser Tage erscheint, 7 Schritte entwickelt zum Kunstkauf, sodass jeder, der sich interessiert, wirklich Step by Step vorgehen kann, um zum erfolgreichen Kunstkauf zu kommen. Mein Ziel ist es, jeden Interessenten beizubringen, wie er gute Kunst, wie er Qualität erkennt und fair kauft, also eben weder zu hoch noch zu niedrig, aber eben das Wichtigste ist natürlich, dass man gute Qualität erkennt. Also das Erste ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel im Rheinland ist, gibt es die Kunstakademie in Düsseldorf, eine sehr hervorragende Adresse für Künstler und für Kunstwerke, dort einfach zu schauen, wann es Ansichtsmöglichkeiten gibt, wann es die sogenannten Rundgänge gibt, sich dort alles anzuschauen. Man kann auch zu Kunstausstellungen gehen, man kann sich online informieren, man kann zu Messen gehen, einfach so viel sich ansehen wie möglich, um selber herauszufinden, was einem überhaupt gefällt. Wenn man das ein bisschen eingegrenzt hat, dann einfach dieses Thema zu vertiefen. Ich selber habe angefangen mit Kandinsky, den ich in der Grundschule in einem Bildband gesehen habe und dann hat mich dieser Farbrausch nicht mehr losgelassen. Dann habe ich alles angefangen, drumherum mir anzuschauen, also die gesamte Blaue Reitergruppe, die Brücke-Gruppe und so weiter. Und so habe ich mir dieses Thema erarbeitet und das empfehle ich eben auch. Also sobald man erkennt, dass ein bestimmter Bereich interessant ist, sich dort zu vertiefen. Dann gibt es sehr viele, wenn man dann entsprechend Preisanalysen machen möchte, gibt es sehr viele Datenanbieter, beispielsweise ArtPrice, ArtNet, wo man entsprechend kleine Abos kaufen kann, um sich über Auktionsergebnisse zu informieren. Und dort kann man beispielsweise, Albert Oehlen ist einer der Künstler, den ich auch in meinem Buch empfehle, den ich anhand der meiner Methode ausgewählt habe, die ich ja aufgrund der Warren Buffett-Kriterien auch entwickelt habe. Denn der hat sich sehr stark preislich entwickelt. Er ist noch nicht so stark insgesamt bekannt, aber unter Insider natürlich schon. Und dort kann man sehen, wie stark er sich preislich entwickelt hat, mit welchen Preisen er angefangen hat und wo sein Preisniveau jetzt ist. Interessant ist natürlich, Künstler zu entdecken, die noch nicht so stark bekannt sind. Das ist dann, glaube ich, schon eher etwas, wo man dann sich intensiver auskennen muss und möglicherweise auch Experten zu Rat holen sollte. Ja, Expertenrat ist mir ganz wichtig. Der Slogan meiner Gesellschaft heißt ja Experten statt Experimente. Und ich darf Sie ja auch in meinem Expertenkreis begrüßen. Den Schritt zum Experten, den halte ich auch für immens wichtig, damit man sich ein bisschen Expertise holt. Man sollte Ihr Buch lesen. Ist es ein Geheimnis oder verraten Sie uns diese 7 Schritte aus Ihrem Buch? Ich würde auf jeden Fall natürlich also mehrere Schritte vorschlagen. Also das erste wäre diese Analyse zu Hause erst einmal zu schauen, ob man schon Kunstwerke besitzt, welche das sind und welche einem besonders gut gefallen. Also für jede Strategie muss man natürlich zunächst einmal sich einen Überblick verschaffen, eine Analyse machen und dann im nächsten Schritt die Strategie oder die Zielsetzung für das, was man eigentlich sucht. Dazu, wie eben beschrieben, einfach wissen oder kennenlernen, was einem besonders gefällt, was einem aufgefallen ist. Dann ist das nächste wirklich einfach schauen.
Künstler kennenlernen. Das entspricht auch einer der Prinzipien von Warren Buffett, dass er sagt, dass man natürlich nur investieren sollte, wenn man sich auskennt. Und dann kommt die Qualitätsprüfung dazu. Es geht auch immer darum, zu überprüfen, wenn ein Werk gefällt, wo man den Künstler nicht kennt, ist es ganz furchtbar wichtig zu schauen, dass es sich nicht um eine Fälschung handelt. Denn wir haben es tatsächlich am Markt mit 30% Fälschungen zu tun. Manche sagen sogar 50, die sogar in Museen hängen und so weiter. Da hat niemand ein Interesse, das aufzudecken, weil sich ja dann alle Beteiligten einen Schaden hätten. Und so bleiben diese Fälschungen alle unterwegs. Aber das möchte man natürlich nicht als Geld Anlage kaufen, ein solches Werk. Und das kann nur zukünftig besser werden, eben durch die neuen Technologien, wenn dann hoffentlich alle Werke, die neu in den Markt kommen, auf der Blockchain abgelegt werden, dort zertifiziert sind und sozusagen dann deren weiterer Weg nachverfolgt wird. Das ist der Punkt Fälschungssicherheit, der mit den neuen Technologien absolut verbessert werden kann. Aber das können wir bei den alten Werken natürlich nicht mehr machen. Deswegen ist diese Prüfung der Echtheit einer der wichtigen Punkte. Dann geht es um die Preisanalyse. Das ist eine größere Geschichte. Dort auch nochmal der Aspekt, den Sie ja sehr gut kennen, Herr Pieper, Preis versus Wert von Warren Buffett. Die Rendite liegt im Einkauf. Man muss einfach schauen, wie viel wurde für diese Werke in der Größenordnung von diesem Künstler normalerweise bezahlt und dann möglichst wesentlich weniger dafür zu bezahlen, weil dann hat man eine Sicherheitsmarge und kann darauf hoffen, dass das später ein Interessent mehr für das Werk kauft. Aber es ist eben wichtig zu wissen, was das Werk ungefähr wert sein könnte und dass der Preis, den ich dafür bezahle, darunter liegt. Ja, das Prinzip kennen Sie ja. Und insofern, das ist auch für den Kunstmarkt anzuwenden. Und zum Schluss vielleicht eben auch ein Punkt von Warren Buffett. Nur dann kaufen, die große Frage, nur dann kaufen, wenn man eigentlich nicht wieder verkaufen möchte. Das ist etwas, also wenn man sagt, eigentlich finde ich das Werk so toll, dass ich es im Prinzip nicht wieder verkaufen möchte, dann ist es eine gute Entscheidung und dann kann man auch kaufen. Also das ist so ein bisschen zusammengefasst, das, was ich empfehle mit den 7 Schritten. Aber alles in der Ausführlichkeit und mit den Qualitätsmerkmalen finden Sie im Buch. Ja, vielen Dank, dass Sie da schon die ersten Geheimnisse gelüftet haben. Zum Abschluss, ich bin auch im Bereich der Edelsteine unterwegs und dort ist man es gewöhnt, dass es eine Zertifizierung gibt, also eine Bestätigung des Originals und eine Befundung und eine Wertfeststellung. Gibt es sowas im Kunstmarkt auch? Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, gehört zu dem Punkt Fälschungssicherheit, wenn ein Werk von einem jungen Künstler interessant ist für unsere Zuschauer, dann auf jeden Fall darum bitten, ein Zertifikat zu bekommen. Also nicht nur die Rechnung, sondern auch ein Echtheitszertifikat, das jeder Künstler oder auch jede Galerie ausstellen sollte. Das ist gut aufzubewahren zu der Rechnung. Und das Ganze ist eben, wie beschrieben, schwieriger natürlich, wenn der Künstler nicht mehr unter uns ist. Dann muss man schauen, dass die Provenienz stimmt, also der gesamte Weg, den das Kunstwerk genommen hat, dass man weiß, wie der Weg war, welche Stationen dort gemacht wurden. Manchmal gibt es auch noch eine extra Unterlage oder ein Zertifikat, aber dieses Echtheitszertifikat ist eben ganz wichtig und das wird zukünftig dann eben hoffentlich über die Blockchain laufen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Mein Gast war heute Dr. Ruth Polleit. Sie hat mich richtig, ich würde sagen, heiß gemacht auf dieses Thema. Ich werde auf jeden Fall Ihr Buch lesen. Ich empfehle es Ihnen auch, liebe Zuschauer. Es erscheint diese Tage. Es geht um Kunst als Investment. Vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Buch und die weitere Tätigkeit. Und wir sehen uns dann in meinem Netzwerk wieder. Prima, vielen Dank, Herr Pieper, für die Einladung und für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, ciao. Ciao.